Hallo, ich bin's, euer Luzi vom Keduma Marionettentheater. Na, erkennt ihr diese Schuhe? Richtig, das sind die riesengroßen Quadratlatschen von unserem Chef und Puppenspieler Sue James. Heute möchte ich euch nämlich auf einen kleinen Ausflug mitnehmen. Und zwar einmal kurz zu dem Ort, wo das Marionettentheater damals war, dann zu dem Ort, wo Sue James heute lebt, und wo das Marionettentheater heute ist. 2003 bis 2015 sah das Anwesen nämlich so aus. Da hatte Sue James nicht nur gelebt, sondern hatte auch da sein Marionettentheater. Hier, ganz rechts. Leider ist das Anwesen in die Jahre gekommen und sieht nicht mehr so schön aus, aber hier entstanden die meisten Keduma-Geschichten bis jetzt. Das hier ist die neue Wohnung von Sue James und da hat er sich auch direkt als Zierde und Deko ein paar alte Schätzchen an Requisiten und Marionetten aus den alten Keduma-Filmen zu sich in die Wohnung geholt. Da findet man zum Beispiel die Fledermaus aus Der Vampir aus Transsilvanien, die Drachen aus Dragonina Esmeraldina, dann hier das Wildschweinfell war auch aus Dragonina, der Brunnen hier im Badezimmer ist aus Esmi hat Geburtstag und das Original Drachenei aus Dragonina Esmeraldina, wo der Linus geschlüpft ist, findet sich auch hier wieder. Jetzt kommen wir zum Keduma-Fundus. So sieht unser Fundus mittlerweile aus, in einer ganz neuen Wohnung. Hier sind auch sehr, sehr viele alte Schätze untergebracht. Requisiten, Hintergründe, Stabfiguren, Marionetten, Humanetten, Handpuppen, all das, was Keduma im Laufe der Jahre so hervorgebracht hat. Da sehen wir sogar unseren Alfonso, den weißen Affen. Und hier sieht man auch noch ein paar Rohlinge, also ein paar Vorarbeitungen zu einzelnen Marionetten oder anderen Figuren. Natürlich darf, weil der Fundus in Schmidthorst ist, die Flagge von Schmidthorst nicht fehlen. Hier haben wir auch noch die Bühne von Keduma und einen Ständer mit Puppen. Hier direkt unter der Lampe hängen auch noch zwei Kollegen von mir. Dann haben wir hier hinten noch den zweiten Ständer von insgesamt 4 Ständern, die komplett voll sind mit Marionetten. Wir besitzen da knapp über 60 Figuren. Und die werden so alle gelagert. Und die ganz, ganz großen, da haben wir 3 Stück von, die hängen hier bei uns hinter der Türe. Da haben wir den Gottfried, zurzeit mit einer Teufelmaske, den Graf Teppisch und Bruder Benedikt. Und hier haben wir dann auch noch unseren Basteltisch. Ja, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem kleinen Rundgang und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao!